In diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus einem lang andauernden Papierkrieg endlich als Sieger hervorgeht. Steuerbescheide, Krankenkassenschreiben, Einkaufslisten, Infos, die ihr mal schnell zwischen Tür und Angel notiert. Oh Jeden no. Tag seid ihr mit einer Flut an Unterlagen konfrontiert, ob ihr die nun selbst anlegt oder ob die euch zugesandt werden. Ihr habt ständig damit zu tun, diese Unterlagen abzuspeichern, zu sortieren, zu archivieren, zu filtern und so weiter und so fort. Da kann man sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schnell verzetteln. Über die Jahre habe ich mir ein System erarbeitet mit vier Komponenten, die das Beste aus Online- und Offline-Welt miteinander vereinen. Dieses System ist wirklich ganz einfach und schnell zu erlernen, versprochen, und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wenn es darum geht, eine schnelle Notiz anzufertigen, ist der klassische Block mit dem Stift überhaupt kein Problem. Ich bevorzuge das sogar, wenn ich beispielsweise Infos durch das Telefonat bekomme, dass ich das Tippen auf der Tastatur vermeide, da das mein Gesprächspartner hört und das doch recht unhöflich wirkt. Deswegen bin ich also überhaupt kein Gegner von handschriftlichen Notizen. Im Gegenteil, ich kombiniere Apps mit der handschriftlichen Notiz. Wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt am Beispiel Evernote zeigen. Das ist das Standardtool, was ich verwende. Und dazu gehen wir jetzt zu mir an den Computer. Da sind wir auch schon bei Evernote, eines der Tools, die mich durch den Tag begleiten, die ich wirklich sehr, sehr intensiv und gern nutze. Auf den ersten Blick wirkt es relativ schlicht und das ist auch gut so, da Evernote wirklich eine Menge unter der Haube hat. Wir beschränken uns jetzt hier wirklich auf die Basics, damit ihr damit loslegen könnt. Es gibt sehr viele tolle Artikel und Videos, die euch die Funktionsweise von Evernote genauer erklären und ausführlicher. Wir verlinken euch ein paar dazu in der Videobeschreibung, aber hier geht es jetzt wirklich erstmal darum, im Alltag schnell mit Evernote klarzukommen. Wie ihr seht, gibt es die Möglichkeit, verschiedene Notizbücher anzulegen. Ihr könnt so viele Notizbücher anlegen, wie ihr möchtet. Ihr müsst euch das Ganze vorstellen wie Ordner, in denen ihr eure Notizen ablegen könnt. Wir möchten jetzt eine neue Notiz anlegen, beispielsweise eine Einkaufsliste. Und nehmen wir an, ich möchte heute Kaffee kaufen. Das ist übrigens auch eine gute Funktion, ähnlich wie bei Word. Also dieses Interface funktioniert sehr nah an Schreibprogrammen dran. Wenn ich jetzt einen kurzen Bindestrich einfüge und ein Leerzeichen, dann erkennt Evernote automatisch dies als Stichpunktliste. Hier könnt ihr eben auch die verschiedenen Textbausteine formatieren, wie ihr lustig seid. Wir bleiben jetzt mal bei der Basis. Ich möchte Kaffee kaufen, noch eine Ananas und Zahnpasta. Das habe ich jetzt aufgelistet und damit ist die Speicherung erledigt. Also Evernote synchronisiert immer automatisch, wenn ich jetzt diese Notiz hier schließe. Ich muss nicht nochmal extra auf Speichern klicken, sondern das wird jetzt alles automatisch gemacht. Ich kann es noch als PDF zusätzlich speichern, aber in Evernote ist diese Notiz jetzt angelegt. Ähnlich wie beim Google Drive wird das alles so wie ja quasi in Echtzeit synchronisiert und abgespeichert. Jetzt kann ich noch ein Notizbuch mir aussuchen. Ich lasse es jetzt bei Ratgeber. Ansonsten hätte ich jetzt noch sowas wie Shop oder so, wo ich das einfügen könnte. Und dann schließe ich die Notiz. Fertig ist meine, ja, Anfertigung der Notiz. Das ist jetzt noch nicht so weltbewegend. Was es wirklich sehr interessant macht aus meiner Sicht, ist die Kombination von Evernote mit anderen Apps, besonders im mobilen Bereich. Dazu schauen wir uns jetzt mal bei mir auf dem Handy an, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier die App CamScanner installiert. CamScanner ist in der Basisversion kostenlos, kriegt ihr bei iTunes und im Play Store, kostet dann im monatlichen Abo die Premium-Version knapp 5 €. Die beinhaltet noch eine genaue Texterkennung. Ja, und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Dazu klicke ich auf die App, lande gleich hier im Interface und habe hier dieses kleine Fotosymbol unten rechts. Das klicke ich an und ich möchte jetzt ein Konzept, was ich hier ausgedruckt vorliegen habe. Ja, ich werfe ein bisschen Schatten, möchte ich abspeichern. Und wir sehen hier auch verschiedene Auswahlmodi von Ausweis über Dokument und verschiedene andere Funktionen. Wir bleiben jetzt mal bei Dokument und ich fotografiere das jetzt mal möglichst mit ruhiger Hand. Jetzt kann ich auch noch einstellen,
welchen Abschnitt des Dokuments ich ausgelesen haben möchte. Wir lassen das Logo jetzt mal weg, weil es nur dazu dient, der reine Text ist mir jetzt vor allen Dingen wichtig in meiner Bearbeitung. Dann grenze ich das so ein, tippe auf das Häkchen und schon wird mir das Dokument zugeschnitten. Hier haben wir noch, ähnlich wie bei Instagram, verschiedene Filter. Ich kann jetzt sagen, ich möchte das Dokument nur in Grautönen haben oder Schwarz-Weiß. Magic nennt sich der Modus, der meiner Ansicht nach noch dem Original am nächsten kommt. Das lassen wir jetzt mal drin. So, und schon haben wir die Datei hier fertig vorliegen. Jetzt wird es interessant, die Schnittstelle mit Evernote, die funktioniert dann, wenn ihr auch die Evernote-App hier installiert habt, damit ja auch CamScanner weiß, aha, okay, hier ist die Schnittstelle zur Synchronisation. Dazu klicken wir auf den bekannten Teilen-Button und hier seht ihr schon unten die kleinen Krönchen weisen darauf hin, dass es hier ein Premium-Feature ist und dass es sich handelt, nämlich die Schrifterkennung. Diese nehmen wir jetzt vor, dazu klicken wir auch wieder auf Evernote. Ich werde gefragt, ob ich die Seite erkennen und exportieren lassen möchte. Ja, das möchte ich. Daraufhin haben wir hier schon die Voransicht bei Evernote. Ich klicke jetzt noch das passende Notizbuch an, den Freelancer Spotlight. Dahin möchte ich es verschieben und dann wird das Dokument dorthin verschoben und Evernote synchronisiert dies. Wir können das direkt hier im Desktop sehen. Dazu klicke ich das Notizbuch an und ihr seht, dass jetzt keine Synchronisation vorgenommen wurde. Dazu klicken wir einfach oben links auf Notizen synchronisieren oder den Shortkey F9. Das ist dieselbe Funktion. Zack, klicken wir einmal rauf. Und jetzt, achso, ich habe hier noch nicht im Smartphone bestätigt, deswegen ist es noch nicht da. So, probieren wir es nochmal. Und da haben wir das neue Dokument direkt importiert. Jetzt klicken wir rauf und wir sehen, wir haben jetzt den reinen Text im Editor. Ihr seht, dass es keine perfekte Lösung ist. Also ihr werdet nochmal manuell rangehen und Fehler ausmerzen müssen. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass das viel schneller ist, als wenn ihr diesen ganzen Text, den wir gerade gesehen haben, nochmal abtippen müsstet. Ja, wenn ihr jetzt nicht die Texterkennung in Anspruch nehmen wollt, sondern ihr möchtet das Dokument gleich direkt als PDF exportieren. Bei Evernote funktioniert das auch. Dazu gehen wir wieder in den CamScanner, haben hier die Datei vorliegen, tippen wieder auf das Teilen-Symbol, diesmal aber auf PDF. Das ist auch in der Basisversion enthalten oder auch als Bild. Wir nehmen jetzt in dem Fall PDF, klicken auf zu Evernote hinzufügen. Wieder wählen wir unser Notizbuch und verschieben die Datei in das Notizbuch. Auch hier synchronisieren wir von neuem und haben jetzt die PDF vorliegen. Man sieht jetzt natürlich, es ist ein bisschen gestaucht. Das ist jetzt einfach auch der Technologie und sicherlich so ein bisschen auch dem Winkel der Fotoaufnahme geschuldet. Übt da einfach ein bisschen, ihr werdet da schnell den Dreh rausbekommen. Ich finde, das ist jetzt ein Dokument, das kann man auf jeden Fall auch als Arbeitsdokument im Team versenden. Das funktioniert wunderbar, geht rucki-zucki, wie ihr seht. Und damit haben wir in Evernote auch alles synchron an einem Ort. Nun kann ich diese Notiz auch weiterhin bearbeiten und kann sagen, es handelt sich hierbei um ein Videokonzept mit dem Titel Alles unter einem Dach. Als Schlagwort füge ich noch hinzu Bloggen. So habe ich dann auch nochmal der Notiz ein relevantes Schlagwort zugewiesen. Wenn ich jetzt nämlich mal aus dem Notizbuch herausgehe, ja, und dann sind ja die entsprechenden Dokumente weg und anstatt mich jetzt lang und breit durch die Notizbücher zu klicken und dieses Dokument wieder zu suchen, kann ich einfach auf alle Notizen gehen, gehe auf Notizen suchen und sage, ich suche beispielsweise alle Notizen zum Thema Bloggen und da taucht dieses Dokument gleich wieder auf, weil ich es entsprechend verschlagwortet habe. So einfach, aber effektiv funktioniert Evernote. Wie gesagt, es gibt noch einen ganzen Reigen an anderen Features und Funktionen. Da haben wir euch, wie gesagt, ein paar Artikel und Videos verlinkt. Schaut da gerne mal rein und ansonsten viel Spaß mit CamScanner und Evernote. Ich nutze nicht nur Software bzw. Apps, sondern auch ganz klassische Dinge aus dem Alltag, die mir dabei helfen, meine Notizen besser zu organisieren
Und eines dieser Dinge ist zum Beispiel das klassische Klemmbrett. Das Klemmbrett, ich habe mehrere Klemmbretter, immer auch mit einem Kuli. Und ja, ich habe in jedem Raum meiner Wohnung ein Klemmbrett, also auch da, wo man es vielleicht nicht erwartet. Der Vorteil ist aber einfach, ich kann mir eine Notiz, wenn mir ein Gedanke kommt, eine Idee, kann ich sie wirklich sofort notieren. Ich muss kein Notizbuch öffnen, ich muss keine App aufrufen, weil das sind die kurzen Augenblicke, in denen diese Blitzidee wieder verschwinden kann. Und wenn ich aber das Klemmbrett zur Verfügung habe, dann bin ich sofort unmittelbar da und kann die Notiz aufzeichnen, ja, und habe sie quasi abgespeichert für mich. Meine zweite Herangehensweise aus der Offline-Welt, jetzt kommen wir zu den Notizbüchern. Da geht es darum, dass ich dann wirklich vertiefende Notizen mache und ihr seht, das sind verschiedenfarbige Notizbücher. Warum in verschiedenen Farben? Das ist ganz einfach. So kann ich mir für jedes Projekt die Farbe zuordnen und wenn ich jetzt nur sehe, das blaue Notizbuch steht für Projekt A und das grüne für Projekt B, weiß ich sofort, worum es sich handelt. Es gibt kein langes Stöbern, ich muss nicht suchen, durch die Seiten blättern und mich da zurechtfinden. Als Student hatte ich ein großes Notizbuch, in dem ich alles drin hatte. Es war absolutes Chaos. Insofern, diese verschiedenfarbigen Notizbücher, die helfen mir ganz hervorragend. Fassen wir die Vorteile dieses Notizorganisationssystems zusammen. Erstens, ihr spart jede Menge Zeit. Ihr müsst nicht lange nach Notizen suchen. Ihr wisst ganz genau, wo ihr welche Notiz findet. Da haben wir gleich den zweiten Vorteil. Ihr habt eure Notizen online wie auch offline gut organisiert. Der dritte Vorteil ist, dass ihr wisst, alles hat seinen Platz. Wenn ihr ein blaues Notizbuch für Projekt A habt, dann wisst ihr, dass dort keine Notizen von Projekt B herumgeistern und ihr habt ein ganz klares System. Mit der Schlagwortsuche bei Evernote und dem Anlegen von Notizbüchern dort könnt ihr zusätzlich Ordnung schaffen. Wenn ihr Unterlagen aufheben wollt, und das müsst ihr auch von Gesetzes wegen, in unserem Artikel, den wir euch in der Videobeschreibung verlinkt haben, da findet ihr auch eine Tabelle, wo die einzelnen Unterlagen mit ihrer Aufbewahrungsdauer ganz genau vermerkt sind. Ja, empfiehlt es sich, dieses System ohnehin beizubehalten, noch eigene Ordner anzulegen. Übrigens noch als Extra-Tipp, schaut mal bei digitalen Postservices vorbei. Diesen Postservice nutzen digitale Nomaden. Die sind ja immer in der Welt unterwegs und haben ja keinen steten Wohnsitz. Und damit die trotzdem ihre Post bekommen, scannen diese Postservices deren Post ein und schicken sie per Mail an die Nomaden. Könnt ihr euch ja auch mal überlegen, ob das ein Modell für euch wäre, um euch den Papierkrieg im eigenen Haushalt zumindest für eine gewisse Dauer vom Leib zu halten. Dann hoffe ich, dass euch dieses Organisationssystem weiterhilft. Schreibt mir da gerne eure Erfahrungen oder auch, was ihr für Systeme im Laufe der Zeit entwickelt habt. Da wäre ich sehr gespannt darauf. Schön, wenn euch dieser Video-Tooltip geholfen hat. Wenn ihr keinen Tooltip mehr verpassen wollt, dann wisst ihr, abonniert die Channels von trusted.de und den Newsletter. Da bekommt ihr frische Infos und seid immer sofort informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Ich sage noch viel Spaß beim Ausprobieren mit dem Ordnungssystem und bis bald.